Heute vergleichen wir den Cheeseburger von Lidl versus McDonald's. Als erstes nehmen wir den Burger mal in die Hand. Wir fühlen die Konsistenz, die Softness, das Gewicht. Wir schauen uns den Burger an. Wir riechen danach. Der Geruch vom Brot nicht vorhanden. Der Geruch vom Fleisch nicht vorhanden. Ein bisschen Käse, aber ein ordentliches Gewicht. Somit haben wir jetzt die Optik und den Geruch gespeichert. Nach dem Handgefühl und dem Geruch können wir nun ahnen, wonach es schmeckt. 1,15 Euro. Das sind die Zutaten. Ja, und das die Nährwerte. Das Mundgefühl wird von der Frikadelle dominiert. Tja, und leider schmeckt mir die Frikadelle gar nicht. Und im Gegensatz dazu der Cheeseburger von McDonald's. Dieser Burger kostet 2,49 Euro. Zuerst das Handgefühl. Die Softness. Die Optik. Der Geruch. Du riechst ein bisschen Brot. Ein bisschen Fleisch. Und etwas Käse. Es ist viel leichter als das von Lidl. Und jetzt das Mundgefühl. Das Mundgefühl wird dominiert vom Brot. Anschließend schmeckst du die Soße und an dritter Stelle kommt das Fleisch. Hier werden die einzelnen Komponenten irgendwie zusammengefügt. Das wird aber im Gesamten in der Mikrowelle erhitzt. Deshalb schmeckt hier irgendwie alles gleich. Das Brot, die Frikadelle, die Soße, der Käse. Es ist alles irgendwie ein Geschmack. Letztendlich schmeckt mir der Cheeseburger besser. Heißt aber nicht, dass er bessere Zutaten hat. Denn das sind die Zutaten vom Cheeseburger. Tja, und das die Nährwerte. Ich würde lieber einen Apfel essen. Aber im direkten Vergleich ist der Cheeseburger das preiswertere Produkt.